herzlich willkommen im exklusiven Livestream. Freuen Sie sich jetzt auf brandneue, noch unveröffentlichte Hits und spannende Geschichten mit Team 5 und Matthias Medner. Was für ein Abend. Team 5 zu Gast bei SWR 4. Um genau zu sein, im Studio Team 2, muss man sagen. Das sind Mark Terenzi und Jay Kahn. Draußen Hello. Vor der Scheibe, vor einem großen Bildschirm, sitzen noch Team 3. Das sind dann David Lee Brand, Joel de Tombe und Sven Light. Und das zusammen sind Team 5. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Schön, hier Dankeschön. Sein zu dürfen. Wir starten mit dem ersten Titel auf dem Album. Kommt zurück yeah. zu mir, Team 5. Was immer geschah, was immer ich tat, es war aus Liebe. Komm schon, komm zurück zu mir. Wir hören das Album Einmal Boyband und zurück hier bei SWR 4 heute Abend, einen Tag früher als alle anderen. Und bei mir im Studio Mark Terenzi und Jay Kahn von Team 5. Yes. Fangen wir mal ganz vorne an. Mark, wer hatte eigentlich diese Idee, einfach alte, wirklich Riesenkracher von Boybands, von internationalen Boybands, von großen Boybands auf Deutsch zu singen und daraus ein Album zu machen und daraus auch eine Band zu machen? Das ist eigentlich Jays Idee. Ich habe nie auf die Idee gekommen auf Deutsch. And when they had this to me gesagt, ich habe gedacht, aber wie würde das irgendwie klingen oder anhören? Sag mir, ich habe mir etwas gesagt und ich muss sagen, es ist krass, was der gemacht aus das heißt, diese Hits. Jay did the text, he does the production zusammen mit Sammy. So alles, was du hörst, comes from Jay. He's really talented. Wo gehst du hin? Where do you go? Oh, no yeah. mercy. Wie kam es zu diesem Titel? Warum ist der gelandet? Weil ich denke mal, die Auswahl zu schaffen, da wirklich 13, 14 Titel rauszusuchen aus diesem wahnsinnigen Repertoire, was diese Boybands da hingelegt haben, ist schwer, oder? Das war einer von meinen Lieblingslieder. Wir waren auf Tournee, denke ich, Deutschland, and we were oft in shows with them zusammen auf der Bühne. And this was for me mein summer song. Yeah. Ich liebte das Song, and irgendwie this was mein summer song auf Tournee. We were auf Tournee with them zusammen. And I don't know, it renders me on the ganzen side from the boyband side. So yeah. for me this is a cool Erinnerung. Wir waren stehen geblieben, Jay ruft Mark an, Mark macht mit, ganz klar. Wie kam es dann zu den anderen drei Jungs, die draußen sitzen und hier wirklich auch eine flotte Solo aufs Parkett legen? Ich habe Instagram angemacht, die Augen zugemacht, gescrollt und also wir haben die Kandidaten quasi auf Social Media gefunden, in Instagram Hashtags eingegeben, auch nicht nur in Deutschland gesucht, mhm. in Amerika, in Holland, in Österreich, der Schweiz und das war schon ein sehr langwieriger Prozess. Und einen habt ihr in Holland gefunden, das ist Joel. Ja. Den holen wir gleich mal ins Studio. Auf jeden Fall. Vorher hören wir, wo gehst du hin, oh, Team 5? Yeah. Wo gehst du hin, mein Liebling? Sabrina hat die ganze Zeit ordentlich mitgesungen und mitgetanzt. Sabrina, dir scheint das irgendwie mal so richtig gut zu gefallen, oder was die fünf Jungs da machen? Ich bin so begeistert von euch. Das freut uns Danke. Sehr. Danke. Dank. Liebe also, Grüße nach Graz. Einfach Grüße nach Graz Danke. Ins Wohnzimmer. Und Jay? Ja. Hey, ich wollte nur sagen, ich habe den am hübschesten von uns zwei gefunden. Dankeschön. Mit diesem schönen Kompliment kommen wir wieder zurück hierher ins Studio. Was hast du gedacht, wo Jay plötzlich da am Telefon ist und sagt, hey Joel, komm zu uns, zu Team 5? Ich hatte gedacht, dass er total verrückt war. Kanntest du ihn Anfang? Vorher schon? Also, nein. Okay. Er hat mir eine Message eine Nachricht? Nachricht. Auf Instagram? Ja, auf Instagram. Und ich habe meine Freundin das gezeigt und sie hat gesagt, was ist das für ein Wahnsinniger. Ein wahnsinniger Gast. Sie hatte recht. Ja. ja. Und jetzt hast du den Salat. Kennengelernt haben, ja. das war wahr, ja. Und dann habe ich ihn angerufen, dann haben wir sehr viel gesprochen und ja, da hast du mir das Idee erzählt und ja, ich war und an einige Songs gehört. Ja, mhm. stimmt. Und dann dachte ich, wow, das ist eine sehr gute Idee. Vierte Titel auf dem Album Einmal Boyband und zurück von Team 5 heißt Ohne ja, dich. Ohne dich. Und wegen diesem Titel haben wir dich auch ins Studio geholt. Ja. Ein besonderer Titel für dich, warum? Für mich NSYNC ist die Boybands der Boybands. Ich finde die zwei Sänger, die Hauptsänger JC und Justin waren für mich ja das Soul und der die Seele. Ja, die Seele. Das Herz. Herz, der Tanzen war super, die Shows waren super. Ich kenne den von A bis Z. A bis Z. Okay. Und ja, ich war sehr froh, dass wir zwei Songs von NSYNC haben, ja. Also NSYNC, Tearing Up My Heart heißt yes. im Original. Ohne dich heißt es von Team 5. Und bevor er mich zerbricht, geh ich den Weg. Lieber ohne dich. Bleib doch, Stay Another Day, East ja. 17. Das war auch eine ganz, ganz große Nummer. Platz 1 in
England, Weihnachten, 1994. Hey, der ist wirklich gut informiert. Ja, ich musste mir alles draufschaffen vor dieser Sendung. Ja, ja. Hab mir alles schön notiert. Bei Jay Kahn kommt das zack. Wir haben noch ein paar Proben in dieser Sendung. Okay. Mal sehen. Ja, damit. Draußen vor der Scheibe klebt übrigens Mark Terenzi und will unbedingt wieder rein. East 17, Stay Another Day. Ja. Auch ein Riesenhit. Ja, wenn ich klein war, habe ich das sehr viel gesungen. Aber wenn ich die Version von Jay gehört habe, was am Ende der Song passiert. Das von ist Team 5, nicht von Jay. Von Team 5. Aber was Jay gemacht hat mit dem Song, war ich total enttäuscht. Enttäuscht? Enttäuscht. Du warst enttäuscht? Enttäuscht ist aber... Enttäuscht. No, disappointed? Nee. No, oh, enttäuscht. Begeistert. 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 Das Gegenteil. Okay. Entschuldigung. Enttäuscht wäre schlechter. Naja, wir sind ja erst bei Track 4, ne? Ja, aber die sind ja schon stark. Also die Gewinnerin und Joel ist jetzt schon enttäuscht. Dann machen wir ganz schnell Musik. Vielleicht schaffen wir es mit diesem Titel. Wir hören ganz besonders auf das Ende. Bleibt doch. Team 5. Und das Ende, muss man sagen, das klingt fast ein bisschen nach Riesenorchester, muss man, oder? Das könnte man sich... Gospelchor, mein Freund. Und deswegen, das gab es im Original nicht. Ja. Und uns war es wichtig, auch mal irgendwie einen Track leicht neu zu erfinden. Und der Song war eigentlich schon fertig produziert. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, da fehlt was. Da fehlt so das letzte i-Tüpfelchen, der klassische Moment. Das letzte Herz auf das letzte Herz. Und wenn man sich jetzt die Nummer ohne Gospelchor vorstellt, dann kriegt man ja schon fast, also dann wäre ich enttäuscht. Ich erzähle jetzt mal was, ich hoffe, er wird jetzt nicht zu sauer sein. Achtung. Aber als Sven die Nummer zum ersten Mal vollendet im Studio gehört hat, da kam schon eine Träne. Da hat er ein bisschen geweint, der Sven. Es war sehr rührend. Du bist da, weil der nächste Titel ist ein ganz besonderer für dich von den Backstreet Boys, I Want It That Way. Ich sag, es ist so. Yes. Dein Lieblingshit auf dem Album? Ja, meine Lieblings. Das ist die größte Song, natürlich auf Boyband History. Die Emotion von der Melody und just alles. In Amerika sagen wir, it hits home. Ist er nicht süß, wie er sich Mühe gibt? Und deswegen ist er in der Band. Genau deswegen ist er in der Band. Cooler Typ. Ja. Und cooler Song auch. Jetzt kommt wieder Jay für dich. Kurze Nachfrage. I Want It That Way, Backstreet Boys. Welcher Platz in welchem Land, in welchem Jahr? Ich würde sagen Nummer 1 in Deutschland 1999. Dem ist nichts hinzuzufügen. Und wir haben jetzt eine kleine Überraschung an dieser Stelle, weil wir haben eine kleine Grußbotschaft für euch. Was? Oh, eine Grußbotschaft und da will euch jemand was sagen. Und zwar kommen da ein paar gute Tipps von einer anderen, sehr bekannten Boyband. High Five für das Team 5. Hallo liebe Freunde, hier ist der Michi von Vox Club und man hat uns gebeten, als erfahrene Boygroup-Mitglieder euch ein paar Tipps auf euren Weg zu geben. Wenn es mal kracht, dann einfach am Abend zusammen ein Bierchen trinken und dann sind alle Sorgen vergessen. Auf ein baldiges Wiedersehen. High Five to Team 5 von Vox Club. Euer Michi. David ist wieder bei uns, David Lee Brandt, auch einer von Team 5. David, dieser Titel Never Forget von Take That aus dem Jahr 95. Was hast du damals gemacht im Jahr 1995? Weißt du das noch? Hast du das damals schon gehört, als das rauskam? Oder? Nein, niemals. Niemals. Also, genau so heißt der Titel, dann hören wir uns jetzt einfach an. Sven Leit ist drin im Studio. Exakt. Und was war das? Was hast du mir gerade zugeflüstert, Jay? Er ist ein großer As-5-Fan. Also, habe ich es richtig verstanden? As-5 hatte nicht, wie so, ziemlich jeder andere Boyband, auch nicht so viele männliche Fans, aber einen hatten wir. Ja. Und das war Sven. Definitiv. Und das war Sven. Aber als mir klar wurde und Marc klar wurde, wir brauchen auf jeden Fall einen signifikant Jüngeren in unserer Band, also quasi so das Baby der Band. mit 25. Mit 25, ja. Dass er überhaupt noch wach sein darf um diese Uhrzeit. Wahnsinn. Genau, und dann habe ich mich auf die Suche begeben und dann fiel mir natürlich DSDS ein und dann habe ich ihn gesehen und habe mir gedacht, na Mensch, das passt doch wirklich wie die Faust aufs Auge. Und wenn Jay von dir vom Baby spricht, wie geht's dir mit den alten Herren hier? Mit den Opas, mit den Gesangsopas von Team 5? Ja, ich kann sehr, sehr viel von lernen von den Jungs und die stellen sich auch für ihr Alter echt sehr, sehr gut an. Das war doch ein schönes Danke, das Sven. Das lassen wir einfach mal so stehen. Schritt für Schritt, Step by Step, New Kids on the Block. 1990. Und Platz? In Amerika 1. Schritt für Schritt, oh Baby, will ich dich ein bisschen mehr. Ist
Marc wieder angekommen hier bei uns. Ich muss sagen, es ist krass, euch alle zu Hause, who had this ganze Ding angeschaut. Dankeschön, du bist dabei. This is wirklich the erste Mal, we had Fans gesehen und was sie denken über unsere Musik. Yeah. Und das für uns ist wirklich so wunderschön zu sehen, dass du gefällst die Musik. Das für uns really bedeutet viel. Wir feiern einfach mal das Album mit allen Gewinnerinnen und Gewinnern. Einfach mal alle Mikros an und einfach mal einen kleinen Abschlussapplaus, so laut, wie ihr das Album gut fandet. Einen kleinen Applaus-O-Meter hier bei SWR4.